Hallo Leute, willkommen zur 29. Folge von Humankind, zusammen der Apfel. Hallo. Ja, letzte Folge haben wir, weiß ich nicht, eigentlich fast schon beendet. Und jetzt warten wir noch darauf, auf die Weltraumstation. Ist das gerade ein Quarter von mir fertig gebaut worden? Ehrlich. Ein Quarter? Ein Viertel Dollar? In District. Hä? Warum habe ich jetzt die Stadt übernommen? The fuck? Die einen Wikinger auf meinem Kontinent gehören jetzt einfach mir. Toll. Gut, bin ich wieder eine Stadt über dem City Cap. Ich wollte bloß ein bisschen mit meinen Panzern spielen gehen. Starvation? I'm afraid they've already eaten all the bread and the cake, and now the pantry seems empty. Me, my friend. Let us talk. Ich kauf's mal alles von dir auf. Berlin baut schon wieder nichts. Ja, Hunger ist nur den Lumity, da kann ich nichts machen. Oh, doch. Könnte Massentierhaltung machen. Nice. Ja? Unfruchtbares Land. Das Reich ist Vorreiter moderner Agrartechnik und treibt die Nutzung von Kunstdünger zur Steigerung der Nahrungsmittelerträge voran. Einige Wissenschaftler mahnen, dass diese Art von Dünger die Bodenvielfalt schädigt und mit anderen Umweltproblemen wie beispielsweise Klimawandel, Zerstörung der Ozonschicht und Vergiftung des Grundwassers in Verbindung steht. In Lumitu wurde eine Protestbewegung gegründet, die eine der großen dafür verantwortlichen Agrarunternehmen ins Visier nimmt. Ich könnte es verbieten, oder wir forschen mal danach. Wir verbieten es jetzt nicht gleich. Though humankind's thirst for energy has no limits, the planet does. Now we can take what we need, while leaving something for the future. Ja, erneuerbare Energien. Will ich nicht bauen. Gut so. Starvation? Schon wieder eine Hungersnot in Neukölln. Unfruchtbares Land 2. Die Abschaffung von Kunstdünger in der Landwirtschaft wurde von der Bevölkerung größtenteils gut geheißen. War jedoch laut einigen mahnenden Wissenschaftlern auch mit Risiken verbunden. Diese sind nun albtraumhafte Realität geworden. Eine zuvor durch die synthetischen Bestandteile unter Kontrolle gehaltenen seltenen Krankheiten hat mittlerweile Nutzpflanzen im gesamten Reich befallen. Joa, minus 5 Nahrung. Toll. Scheiß Wissenschaftler. So, 4 Turns noch. So, ich habe jetzt zum ersten Mal eine Stadt eingemeindet. Jetzt bin ich wieder
auf dem City Cap. Ich denke mal, dass die Stadt ist einfach die größte von mir ist. Von allem her. Nee, ganz knapp weniger in allem. Habe ich mich doch zu früh. Habe ich doch zu früh gesprochen. Habe ich irgendwo noch was unerforscht? Lolia. Ja, okay. Ich erforsche jetzt nochmal schnell ein bisschen Marineartillerie, Belagerungskanonen und Mechanismus. Nice. Fehlt mir noch irgendwas? Nee. Bevölkerungsabnahme in Kyushu? Die Hungersnot? Nein, die haben doch keine Hungersnot. Oh, jetzt. Wie geht das mit dem? Schau es meinen Truppen zu, wie sie durch meinen ganzen Kontinent mit dem Zug fahren. Ich habe Space Orbital jetzt erforscht, aber wo mache ich das? Du musst bauen. Ich habe den hier irgendwo. Hast du irgendwas gemeinsame Projekte zum Bauen? Ich habe den Satelliten, den ich schon habe. Die Mars-Kolonie, wo ich schon habe. Vielleicht ist die Raumstation gar nicht zum Bauen. Sondern die Mars-Kolonie wäre das, was du brauchst. EOS Synchronous Satellite. Den habe ich doch eigentlich schon gebaut. Und die Mars-Kolonie eigentlich auch. Ich baue sie einfach nochmal. Nee, die steht hier schon. Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich platziere die jetzt einfach dann. Ah, ist der reiche Stück kurz vor dem Sieg. Wahrscheinlich ich wieder, weil ich kurz davor bin, alles zu erforschen. Ich konnte. Was? Okay, das ist jetzt ein bisschen strange. Konnte die Mars-Kolonie-Ding hier über mein Lunar-Länder hauen. Ohne irgendwie angezeigt zu bekommen, dass dadurch der eine Distrikt, wo vorher da war, halt zerstört wird. Okay. Leute, wir produzieren gerade 420 Verschmutzung pro Turn. Nice. Und nochmal 14 Turns. Jede Stadt müsste sich jetzt mit dem Bau von dem hier befassen. Ja. Jede Stadt von dir macht gerade. Ja, jede Stadt arbeitet jetzt an der Mars-Kolonie. Sehr schön. Trotzdem sind es noch 13 Turns, Alter, heftig. Wo ist denn das Hauptding von Amphibia? Da ist es. Ich glaube, dass ich in Amphibia bald dasselbe Problem habe wie in Lumizier, dass ich einfach nichts mehr bauen kann. Ich habe gerade eine neue Stadt gemacht. Oh, bist du noch innerhalb deines City Caps? Ja, ich habe jetzt 10. Ah, okay. Ach cool, die Stadt heißt einfach Washington.
Ja, die kriegen Namen nach deinem Land. Nochmal ein Error-Story kommen. New York, hey, Sü. Sü. Es gibt nichts mehr, was ich noch forschen kann. Warum sagst du mir denn, ich soll forschen? Oder wie sehe ich hier irgendwas? Tatsächlich noch eins übersehen. Death from starvation. It seems that these are the times that try a people's dietary habits. So. Und Los Angeles existiert jetzt auch. Schön. So, dann arbeiten jetzt 10 Städte. Wichtig und richtig. Zweitausendzweihundertvierzehn. Commons quarters. With this many entertainments, visitors will soon subscribe to the mantra, what happens in this city, stays in this city. Ich mache kein Minus mehr. Ich mache nur noch Bevölkerungsplusgrad. Ich weiß nicht, ob das so nice ist. Ich will irgendwann wieder auf mich zurückkommen. Okay, das, oh, okay, das ist schlecht. Ich habe gerade 2 Städte zusammengefügt. Und die machen jetzt 900 Nahrung minus. Oh, damn. Ja, 900 ist so ein bisschen was. Ja, das wird sich schon wieder legen mit der Zeit. Was macht eigentlich, nach quellenden Verhandlungen wurde einem Filmteam aus finanziellen Gründen und um ein gewisses Maß an Privatsphäre und Anstand zu gewährleisten, die Erlaubnis erteilt, einen im Nachhinein sorgfältig bearbeiteten Tag in eurem Leben aufzunehmen, an dem mittlerweile aufgrund eures zunehmenden Ruhms großes Interesse besteht. Die Dokumentation erweist sich als das Hauptgesprächsthema des Jahres. Und Zuschauer in aller Welt hungern förmlich danach, mehr von euch zu sehen. Wie könnt ihr ihnen ihren Wunsch nach Tratsch am besten erfüllen und gleichzeitig die Früchte eures durch die
Decke gehenden Rubens ernten. Im Bieterkrieg, das Studio, das am meisten bietet, erhält den Zuschlag. Freier Zugang, okay. Und Autorenfilm, ja, wir haben freien Zugang. Warum nicht? You tower above the other leaders of the world. Your fame has gained you an indisputable position both in the current struggle and in the history of the world. Eine Missile, die ich nicht mal launchen kann. Bevor du auf den Medien kommst, ich habe auch noch ein paar bei dir in der Stadt stehen. Ich dachte hier an den Wikinger bei Blau. Ja. Aber das ist leider außer Range. Ich weiß schon, woran du dachtest. Warum kann ich hier ins Meer schießen? Was ist hier? Fisch. Also ein roter Teil. Mitten im Meer. Fisch. Tut's den Fisch. Da ist Nebel drüber. Was hast du da versteckt? Was wo? Ich sehe es bloß von meinem Missile aus. Also. Steht jetzt immer noch zwei Turns. Hey, warum steht außerhalb 2 und da steht 9? Hä? Wie completed Interplanetary Expeditions? Okay, ich glaube, du hast es geschafft. The air management and cooling systems alone are a wonder that could not have existed a few decades ago. Ich hab hier irgendwas. Was ist das? The Red Planet. LOL! 9 short months after they left Earth forever, spacefarers from your great empire have completed the staggering journey across the cold dark reaches of space to arrive on Mars. The team is in high spirits. The first phase of the establishment of a permanent colony on the planet proceeds well, and the opportunities for discovery and enrichment are near endless. With your empire bestriding towards now, your dominance is near irrefutable. The only question is, do you wish to let history judge your renown, or do you wish to play with your rivals some more? Auf dem Bild ist eine Katze in einem Spacesuit. let this moment be a line in the sand from where a reckoning will be made. Triggers the end of the game at the end of the next turn. And joy, wealth and power will flow from these first tentative steps. It would be remiss
to not savor them. Das gibt mir bloß 1000 Forschung, Influence und Geld. Ist ja nichts dafür, dass ich auf dem fucking Mars bin. Kannst schon mal ein bisschen glücklicher darüber sein, dass du gerade auf dem Mars gelandet bist. Ein Turn, dann... Ich glaube, dass so Stability ist gar kein Problem mehr heutzutage. Nee, glaube ich auch nicht. Ja, doch ein bisschen. Nürnberg hatte Probleme damit. Okay, ich attach hier immer mehr Gebiete zu einer Stadt und es macht einfach gar nichts aus. Hamburg hat Probleme damit. Ja, gut, ich glaube, das war's dann. Ja, ich glaube, wir können nicht mehr recht viel mehr machen. Ne? Ja. Gut. Alright. Dann war's das mit Humankind jetzt. Ich sag, lass mal schnell unsere Städte vergleichen. Würde mich jetzt interessieren. Also, wenn du oben auf deine alle Städte gehst und dann kannst du da oben filtern, nach was. Okay. Wenn wir jetzt mal schauen. Oh Gott. Welche hatten die größte Bevölkerung bei dir? Berlin. Mit? Mit 54. Okay, bei mir ist es Neukölln mit 114. Nahrung? Perrin mit 404. Okay, bei mir ist es Koppel mit 186. Boah, Alter. Industry. Berlin mit 1012. Okay, Skellington Town mit 2059. Ja. Danach Neukölln mit 1900. Ich hab drei Städte mit 1900. Ja. Mit über 1900. Wie viel hat deine höchste? 1012. Krass. Meine schlechteste Stadt hat nur 50 weniger. Alter. Okay. Der schlechteste hat gerade mal 357 und das, ja gut, Los Angeles ist ja auch gerade erst entstanden. Geld. Perrin mit 1477. Skellington Town mit 4500. Die schlechteste Geld, 1089 bei mir. Ja gut, das sind alle die, wo ich jetzt gerade erst gemacht habe. Wissenschaft. Hamburg mit 985. Ganz knapp Skellington Town mit 2780. Gut, Stability sind egal. Influence. Rosenheim mit 1690. Okay, Neukölln mit 626. Und Glaubensanhänger. Berlin mit 54. Okay, Neukölln mit 114. Ja, das sind die Einwohner, glaube ich. Da wurde die Einwohner, wo gerade in der Stadt ja, sind. Ja, stimmt. Macht Sinn. Was ist deine älteste Sort by Foundation Date? Ja gut, die Hauptstadt ist Skellington Town. Bei mir ist es Prien. Wie kann es... Achso, ja, Prien. Bei dir müssen ja zwei gleich alt sein. Naja, es sind nämlich Prien. Warum ist Stuttgart? Hä? Wo siehst du überhaupt, wie lang die sind? Ich sehe es bei uns dazu nicht. Das ist einfach bloß von oben nach unten gesortet. Ja, aber ich glaube, dass, weil du ja die Hauptstädte von zwei, drei übernommen hast. Ja, stimmt. Die waren beide sollten, voll mit. Ja, lol. Dann sollten die ja gleich Stadt alt sein. Das ist noch irgendwas anderes. Nicht einmal, weil die, glaube ich, vor mir die Städte gemacht haben. Ach ja, stimmt. Die können ja die Städte vor dir gegründet haben auch. Dann müsste Prien die älteste sein, dann Stuttgart und dann Berlin. Na gut, das macht keinen Sinn, weil bei mir ist Sinnar ganz unten und Sinnar ist ganz sicher nicht die jüngste Stadt. Dann geht's nach dem Outpost. Man kann auch bei den Outposts schauen. Da machen die schon mal Face minus 13. Ja. Nee, die Outposts sind so schwach. Ja, echt so.
Ja gut, nee, dann war's aber das mit Humankind. Dann lasst so ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Schaut beim nächsten Mal vorbei. Und ja, tschüss. Tschüss.